Die Schule läuft jetzt seit ein paar Wochen wieder bei uns im RST-Land und schon reden wir jetzt mal über Nachhilfe. Ja, ich habe auch Nachhilfe gehabt in Mathe und Französisch, aber bei mir war Hopfen und Malz irgendwie verloren. Nachhilfe ist aber irgendwie auch so ein negatives Wort, ne? Kostet Geld, ist vielleicht auch ein bisschen peinlich. Das Arnold-Janssen-Gymnasium in Neunkirchen, St. Arnold, bietet da eine super Alternative. Da helfen Schüler anderen Schülern. RSD-Reporter Patrick Melz berichtet. Bei diesem Nachhilfeprojekt am AJG lernen die kleinen Schüler von den Großen. Detlef Elbers ist schon seit vielen Jahren Lehrer und auf die Idee haben ihn die Schüler gebracht. Es kamen ab und zu Schüler an und fragten nach Nachhilfe, ob wir nicht größere Schüler hätten, kennen würden und das vermitteln könnten. Und dann haben wir das Projekt ins Leben gerufen. Das Beste daran, jeder Schüler kann teilnehmen und es kostet keinen Cent. Das Land NRW finanziert das Projekt. Hanna aus der 12. Klasse ist schon länger beim Schülerhelfen-Schülern-Projekt dabei. Erst als Kleine, jetzt als Große. Ich gebe jetzt seit einem Jahr Nachhilfe und man merkt halt auch, dass die Schüler Erfolg haben. Und ich habe es halt auch bei mir selber gemerkt und das ist dann echt schön, wenn man sieht, dass es denen hilft. Mehr als 60 Schüler nehmen dieses Angebot in Anspruch. Rico und Erik aus der 9. bekommen Nachhilfe und den beiden gefällt es. Ich finde es halt auch gut, dass man die Schüler auch so mal in der Schule sieht, wenn man nochmal Fragen hat, weil dann kann man das schnell klären. Der Unterschied liegt da, dass die Älteren die Nachhilfe geben, dass sie vielleicht auch die Lehrer schon hatten. Und nicht nur für die Kleinen ist das Schülerhelfen-Schülern-Projekt praktisch. Auch die Großen, wie Annemarie, haben was davon. Ich denke, man gibt Unterricht, aber lernt dabei auch selber noch was dazu, dass man so selber den Stoff wiederholt und den Stoff selber verinnerlicht. Außerdem verdienen sie sich so noch ein bisschen Taschengeld. Und das ist ja nie weg. Super Aktion vom AJG. Schüler helfen Schülern bei der Nachhilfe. Die Eltern sparen so Geld. Das Land zahlt das Projekt nämlich. Eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Das haben Sie gehört? Hier bei uns, bei Radio RST.